So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich habe heute meinen veganen Pullover an, habe mir eine vegane Kältung zugezogen, weil ich in letzter Zeit irgendwas Veganes gegessen habe. Genau den McPlant habe ich probiert, seitdem bin ich erkältet, weil meine Abwehrkräfte in den Boden gesunken sind. Und nach dem McPlant beim Einkaufen habe ich gesehen, es gibt ja auch so von irgendwelchen No-Names vegane Burger. 2 Stück von mein Veggie-Tag oder mein Veggie-Untergang. Ich möchte das gar nicht so schlecht reden, weil der McPlant hat ja trotzdem richtig gut geschmeckt. Würde ich sogar auch öfters essen. Und was ist das hier überhaupt? Das möchten wir jetzt nämlich testen. Mein Veggie-Tag. Ich kann euch gerade gar nicht sagen, woher das eigentlich war. Es gibt mein Veggie-Tag veganer Burger Barbecue und es gibt mein Veggie-Tag veganer Burger Classic. Das ist Classic, alles reduziert. Dadurch habe ich das überhaupt gesehen, weil ich immer in diese Fächer reingucke. Hier steht veganer Burger, Sesam-Weizenbrötchen mit veganem Patty. Classic, musste wohl hier den Papp auch aufreißen und muss diesen Beutel, der da drin ist, dann in der Mikrowelle erhitzen. Wir machen das jetzt mal auf. Sehen, hier drin ist jetzt einfach so ein Beutel. Dieser Beutel wird erhitzt. Das ist also Classic. Steht da noch mehr drauf, genau. Sesam-Weizenbrötchen mit veganen Patty auf Basis von Pflanzenprotein geformt, gegart, Lebensmittelzubereitung auf Basis von Trinkwasser und Pflanzenölen in Scheiben. Senf-Ketchup-Soße und Ketchup gekühlt. Also der Käse ist auch kein Käse, sondern der Käse ist eine Lebensmittelzubereitung auf Basis von Trinkwasser und Pflanzenölen in Scheiben. Das ist also der eine. Und beim anderen, ich hoffe, wenn man die beide ausgepackt hat, kann man die trotzdem noch unterscheiden. Wenn wir den jetzt hier aufmachen und hier mal reingucken, sehen wir schon, der hat ein ganz anderes Brötchen. Den ziehen wir jetzt auch mal hier raus. Also der Classic kommt in diesem Sesambrötchen mit den Sesamsamen obendrauf und der Barbecue hat so, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Vielleicht steht es hinten nochmal als Erklärung. Weizenbrötchen, jetzt muss ich vergleichen, Sesamweizenbrötchen, Weizenbrötchen mit Maisgrießbestreuung. Mit veganem Patty auf Basis von Pflanzenprotein geformt, gegart, Lebensmittelzubereitung auf Basis von Trinkwasser und Pflanzenölen in Scheiben und Barbecue-Zwiebelwürzsoße gekühlt. So, die 2 werden wir jetzt mal probieren. Einfach schnell in die Mikrowelle hauen und dann mal gucken, wie die schmecken und ob wir da vielleicht noch irgendwas dran machen müssen, damit es ein bisschen würzig wird. So, die Burger sind fertig. Das sieht sehr gut aus, denn dieser Classic ist total eingematscht. Und dieser Barbecue ist jetzt hier in diesem Luftpolster richtig schön aufgegangen, richtig fett. Jetzt schneiden wir die natürlich auf, holen die mal da raus aus ihren Kanistern, aus der Quarantäne. Die müssen aus der Quarantäne befreit werden. Ist das ein komischer, matschiger Klumpen. So, den einen haben wir befreit, den anderen müssen wir noch befreien. Barbecue! Und ich habe mir wieder überlegt, da ich ja gerne die Maddox-Soße benutze und die Maddox-Soße immer irgendwie mal verbrauchen muss, der Barbecue, kommst du raus, zeig dein wahres Gesicht. Wäre jetzt also auch da, 2 vegane Burger, bei denen ich sowieso kaum was rieche, weil ich erkältet bin. Ich habe mir auch wieder die Maddox-Soße bereitgestellt und ein bisschen Tabasco. Werde das nämlich mal so probieren, dann mit Tabasco probieren und mit Maddox, wenn das jetzt nicht ausreicht. Wir fangen gleich mal mit dem Classic an. Das ist der Classic. Ist matschig, ist komisch, sieht wunderbar aus. Wir machen das mal hier hoch. Hier habt ihr eine Lebensmittelzubereitung. Der Käse irgendwie sieht gar nicht aus wie Käse, sieht irgendwie aus wie eine Scheibe Wurst, so orange. Alles total, naja, machen wir das mal hier hoch und sehen hier drunter irgendwie voll heftig viel Soße. Aber 2 Scheiben Käse, was ja kein Käse ist. Wir beißen einfach jetzt mal hier rein in dieses etwas Classic.
gut, ich schmecke eigentlich kaum einen Unterschied zu einem normalen Classic Burger, den du dir so holst. Aber da das Teil jetzt reduziert noch 2 Euro kostet, war das bestimmt vorher bei 100 Euro. Und da ist es mir dann doch irgendwie zu teuer, auf ein gesundes, veganes Burgerprodukt auszuweichen. Dann lieber Fleisch und ungesund und Geld gespart, damit man sich noch mehr ungesundes Zeug kaufen kann. Nein, aber der Geschmack. Geschmack ist eigentlich ganz gut. Ich beiß nochmal rein. Also es ist alles weich, es ist alles Matsch, es ist alles Brei, aber der Geschmack ist trotzdem richtig gut. Hätte ich nicht erwartet. Sieht ja so eigentlich auch aus wie so ein normaler Burger. Bevor wir jetzt aber hier weitermachen und an die scharfen Soßen kommen, wollen wir uns mal dem Barbecue widmen. Hier auch mal das Brötchen anheben. Dieses Fleischgebambel darunter begutachten, wo auch jetzt hier so also Soße drauf ist, aber da Barbecue-Soße. Statt einer tomatigen Ketchup-Note müsste es jetzt hier ein bisschen rauchig werden. Okay, der Barbecue schmeckt auf Anhieb nicht so gut, weil der irgendwie total chemisch schmeckt. Diese Barbecue-Soße, die da drauf ist, richtig eklig. Bin ja wie gesagt kein Barbecue-Fan. Ich gebe trotzdem dem Ganzen nochmal eine Chance, beiß ein zweites Mal rein. Also auch beim zweiten Reinbeißen ein sehr eigener, merkwürdiger Geschmack. Schmeckt richtig muffig, schmeckt nicht natürlich, schmeckt nicht gut. Gibt mir leider gar nichts. Ich bevorzuge dann also den Classic Burger in der schönen blauen Verpackung und Variante. Wenn ihr den mal seht, ich denke, das war glaube ich im Lidl. Im Lidl oder Aldi. Im Aldi oder Lidl, irgendwo war das. Steht das nicht sogar drauf? Nee, steht's nicht. Wir wollen das Ganze jetzt nochmal probieren mit ein bisschen Tabasco und gucken, wie das den Geschmack verändert, ob man an dem Barbecue vielleicht sogar noch was retten kann. Fangen aber wieder an mit dem Classic und ein paar Tröpfchen Tabasco. Okay, ich mag Tabasco, aber muss ehrlich sagen, hier schmeckt das gar nicht. Hier passt das gar nicht dazu. Pizza geht irgendwie immer. Tabasco auf Pizza ist ein Muss. Aber hier bei diesem Burger hat der Burger wirklich ohne das Tabasco besser geschmeckt. Er ist zwar jetzt scharf, aber der Geschmack ist einfach weg. Wir machen das Ganze aber nochmal hier mit dem Barbecue. Da haben wir ja keinen Geschmack gehabt und sind vielleicht froh, wenn der Geschmack weg ist. Und komischerweise habe ich jetzt hier genau das Gegenteil. Das hat ohne Tabasco nicht geschmeckt. Aber mit dem Tabasco vermischt sich diese essig-scharfe Tabasco-Note mit diesem muffig-chemischen, künstlichen Barbecue-Soßengeschmack und ergibt eine erträgliche Note, die man zu diesem Burger essen kann. Ihr müsst also immer mal ein bisschen rumexperimentieren. Und wir sind noch nicht fertig, denn wir wollen ja noch die Mad Dog-Soße testen. Aus 6 Millionen Scoville-Pepper-Extrakt, die Silver Edition mit der Kugel. Da aber wirklich ganz vorsichtig geizen, ja, ihr müsst geizen, nicht zu viel, einfach nur ein Tropfen muss reichen, sonst liegt ihr wieder da mit Magenkrämpfen und euch geht's nicht gut. So, da ein Tropfen auf den Burger, sieht aus wie ein Witz, aber trotzdem glaubt mir, die haut rein. Okay, auch dieser Geschmack und diese Schärfe passt da gar nicht dazu. Zu Nuggets, okay. Zu keine Ahnung was, ich weiß gar nicht mehr, zu was man die überhaupt essen soll. Zum Würzen von Suppen, genau. Bohneneintopf, irgendwas, hau da einen Tropfen ran, aber bei den Burgern jetzt nicht so. Wir probieren das trotzdem hier nochmal auf dem Barbecue. Ah, jetzt brennt alles und es wird ja wieder schlimmer. Wenn man redet, hier fällt es gar nicht auf.
weil die Barbecue-Soße ist eh schon braun, aber hier vorne ist eigentlich der Tropfen. Vielleicht rettet das auch den Barbecue-Burger. Also der Barbecue-Burger schmeckt mit der Maddox-Soße auch besser als der Classic-Burger mit der Maddox-Soße. Wenn ihr also sowieso immer Soßen bei euch drauf macht, dann nehmt ruhig die Barbecue-Variante und bekämpft die Chemie mit anderer Chemie. Ansonsten empfehle ich den Classic-Vegan-Burger vom Aldi oder Lidl. Keine Ahnung, verwechsel ich immer das wie Net Ghost und iScorpions. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Den blauen würde ich mir sogar nochmal holen, den anderen eher weniger. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.